Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in City Skylines After Dark. Ich habe Blödsinn gemacht, sprich, ich musste die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, wegschmeißen. Ich wollte jetzt nicht alles nochmal machen, weil es auch wieder ein bisschen Frickelarbeit war. Deswegen sage ich euch jetzt kurz, was ich einmal gemacht habe. Ich habe das hier noch fertig gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das hier schon gemeinsam gemacht hatten. Hier ein Radweg und hier ein Fußgängerweg. Dann habe ich das so gemacht, dass die hier nur in Schritttempo durchfahren dürfen. Das habe ich mit diesem Mod gemacht. Ja, das ist der C++, nicht C++, Quatsch. C++ ist Programmiersprache. Der Traffic++, so heißt der. So, das heißt, bis hierhin dürfen die Busse und Fahrzeuge Normalgeschwindigkeit fahren und ab hier bis zu dieser Kreuzung dürfen sie nur in Schritttempo fahren. Habe ich wegen dem Strand gemacht. Ihr seht, ich habe hier eine Menge Strandkörbe hingestellt. Das habe ich gemacht. Ich habe jetzt hier Gewerbe hingestellt, habe, weil ich es vergessen hatte, die Gebiete spezialisiert auf das entsprechende Gewerbe. Und jetzt, wo das hier wächst, kann ich auch die U-Bahn, habe ich hier mehrere stehen, habe ich auch schon eine Linie gezogen. Kann ich euch gleich auch einmal zeigen. So, das kann ich jetzt hier alles aus- und anmachen. Das ist dann Feuerwehr, U-Bahn, was halt alles so dazugehört. Das habe ich jetzt hier alles schon mal gezogen. Ein Taxistand, das war er. Den habe ich hier mittig hingesetzt. Hab das Ganze mit Wasser natürlich versorgt und Strom. Habe ich jetzt erstmal so realisiert. Ich habe hier Stromleitung rübergezogen. Die kommen später alle noch weg. Und habe jetzt erstmal überall so kleine Generatoren hingestellt, dass ich hier eine Stromverbindung kriege. Weil dieses hier natürlich nicht spezialisiert wird. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Hier geht es jetzt einfach nur darum, dass es jetzt erstmal ein wenig Entspannung für die Leute schaffen. Das können sie jetzt hier, ihr seht auch, wird schon genutzt. Das finde ich schön. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ich glaube, ich setze hier und da auch noch mal, ja, mache ich hier. Dann mache ich hier und mache ich hier. So. Nochmal so Fußgängerüberwege. Die dürften dann jetzt auch mit Ampeln sein. Aber das ist nicht so schlimm, weil die sollen sowieso nur Schritttempo fahren. Hier mache ich mal ein paar mehr hin. Machen wir da auch noch einen hin. So, hier unten haben die direkt an der Kreuzung einen. Das heißt, dort setze ich noch einen hin. Da haben die auch einen, das heißt, dort setze ich noch einen hin, dann nehmen wir den nochmal weg und setzen hier einen hin. So, dann sind genug Fußgänger Überwege da. Und dann geht das. Kann ich jetzt eventuell hier? Das geht. Weil wenn die hier eh nur Schritttempo fahren dürfen, dann ist das ja vollkommen ausreichend. Dann brauche ich auch keine Ampel. Die ist ja dann gar nicht nötig. So, an den Kreuzungen allerdings schon. Hier habe ich weggenommen. Hier nehmen wir auch weg. Hier nehmen wir weg. Und hier nehmen wir weg. So, dann dürfen sie nämlich jetzt durch. Und müssen halt anhalten, wenn da Fußgänger rüber wollen. Ja, so finde ich das gut. Probleme haben sie natürlich, wenn sie hier hin wollen. Das bleibt bei der Straße natürlich nicht aus. Die können hier nicht direkt rüber, die müssen einmal komplett runter. Das gefällt mir auch nicht wirklich. Aber das ist nicht zu ändern, wenn ich hier extra eine Bus- und... Obwohl ich das eigentlich nicht brauche, eine extra Bus- und Taxilinie. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Weil dann könnten nämlich die Autos auch direkt von hier hinfahren und müssten nicht einmal komplett rumfahren. Ich glaube, das war ein dusseliger Gedanke. Nur, was nehme ich dann? Also sechsspurige ist ja eigentlich Blödsinn.
Na doch. Ist eigentlich gar nicht so ein Blödsinn. Das kann ich machen. Jetzt muss ich das Ganze nochmal einmal auf Pause machen. Ist die gleiche Breite. Das ist sehr gut. Ja, muss ich mal einmal überlegen. Ah. Ja, dann fällt jetzt natürlich die Brücke hier weg. Ist aber jetzt so schlimm nicht. Das werdet ihr gleich verstehen. Das geht nicht, sagt er mir. Muss ich gleich mal kurz wegmachen. Einmal umsetzen. Dann sollte das aber funktionieren. So. Ja, ich habe da eine Idee. Das da habt dann auch alles. Weil dann können sie nämlich schon mal direkt hier rüber fahren, was ja so schlecht jetzt nicht. Oh. Ach so, der ging nicht. Ich muss also auch die Fußgängerwege wieder noch einzeichnen. Ist auch nicht so schlimm. Der ist das, ne? Wenn ich nicht irre. Mach mal kurz hier irgendwo hin. Halt, na mach schon. Irgendwo wird er passen. Danke. So. Gib mir diese 6-spurige Nummer. Jetzt geht das. Dann kann ich ihn wieder zurückholen. Bitteschön. Ach nee, du Pfeife, mach halt so. Okay, jetzt nehme ich den wieder. Und, haha, schlaues Gärchen. Das sind doch die richtigen. Ach, Abo, ganz schlaues Gärchen, okay. Also, das Ganze nochmal in grün. Damit ich auch die... hier diese Busspuren da drin ab. So ist das manchmal. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt hier diese riesige Brücke, das muss ich gleich nochmal versuchen, indem ich die nochmal wegreiße. Ich glaube, das mache ich offline kurz. Und dann versuche hier die richtig große Brücke hinzukriegen. Das wäre doch mal super. So. Wir jetzt hier einmal nämlich dann so durchziehen. Passt. So, und jetzt kann ich dem sagen, pass mal auf, Kollege, hier wird generell nur Schritttempo gefahren. Und zwar alle, auch die Busse natürlich. So. Schritttempo. Und das geht dann jetzt hier einmal die komplette Straße entlang. Und gut ist. Und jetzt kann ich dann auch wieder schnell die Verkehrsdinge hier hin machen. Das heißt, dort haben wir einen, da setzen wir. Hier geht's ja los. Also setzen wir hier einen hin. Und setzen. Da unten haben wir einen. Das heißt, wir setzen dort einen hin. Und jetzt gucken wir, dass wir hier einfach... Ach so, nee, der kann etwas mittiger. So. Dass wir hier mehrere Fußgängerüberwege machen. Und dann die Ampeln rausnehmen. Das geht nämlich auch, habe ich gesehen. So. Der kann... Dort ist einer, ne? Ja. Ne, dann ist das in Ordnung so. So, und jetzt nehme ich die Ampeln da überall raus. So, weg ist er. Weg ist er. Weg ist er. Weg ist er. Und auch weg. Jo. So, und jetzt sieht das Ganze nämlich dann so aus. Die Autos dürfen eh nur Schritttempo fahren, das heißt, die haben genug Zeit, sich ja an die Fußgänger anzupassen, wenn sie rüber wollen. Die Busse haben eine eigene Linie. Und die Fahrzeuge können direkt rüberfahren, wenn die hier parken wollen. Und so gefällt mir das. So soll das sein. Ich muss dann nochmal gucken,
Die Busspur wird natürlich erst was nutzen, beziehungsweise ich werde hier erst Busse setzen, wenn ich hier noch ein bisschen ausgebaut habe. Ansonsten haben die jetzt ihre Taxen. Und warum benutzen die trotzdem die Busspuren? Weil ich das hier wahrscheinlich nicht eingestellt habe. So, hier und hier. So, habe ich eingestellt. Ist erlaubt und ist nur im Einsatz erlaubt. Die werden sich wohl erst noch dran gewöhnen müssen. Denke ich mal. Die Geschwindigkeit auf jeden Fall halten sie offensichtlich ein. Finde ich gut. Und dann sollen sie sich von den Busspuren runter bewegen und dann bin ich auch durchaus zufrieden. Und wenn die so deppert sind und die meinen, die müssten hier alle... Das ist doof. Was soll der Quatsch? Die sind doof. Die fahren hier alle auf der Busspur rum. Naja, vielleicht ist auch durch das Update, also durch After Dark, der Mod existiert ja schon eine Weile länger, dass sich da irgendwas ins Gehege kommt. Wer weiß, vielleicht gibt es dann bei Gelegenheit nochmal so ein kleines Update. Aber das dürfte jetzt echt in der Nacht richtig interessant aussehen. Und hier müssen wir dann mal schauen. Also, ja, hier würde ich ganz gern, das müsste ja gehen. Wo haben wir denn die netten Dinger? Die haben wir doch jetzt hier. Hier würde ich ganz gern Angelsteg einfügen, was so nicht funktioniert. Ne, hier geht noch nicht, weil da wollte ich ja noch was versuchen. Moment. Hier ginge. Und das sieht zudem gar nicht mal schlecht aus, glaube ich. Ja. Direkt an der Straße geht natürlich nicht, das ist ja klar. Dann setze ich den hier hin und dann nehme ich hier direkt, damit es nicht so hässlich ist, diese Straßen und sage ihm, pass mal auf, du darfst, na nö. Jetzt bin ich mal gerade ein wenig überfordert. Aha. Verstehe. Das heißt, nein. Stell dich mal um. Sonst kriege ich das, mach dich mal irgendwo hin. So, sonst kriege ich das nämlich jetzt hier nicht gebacken. Also. Nee, nee. Mach mal, genau, mach mal so. Wo willst du hin? Ach, das ist wegen dem... Verstehe, das ist wegen dem Wasser. So. Was hat er jetzt hier für einen Blödsinn gemacht? Komischen Blödsinn. Das wollen wir mal direkt wieder irgendwie abändern. Das ist ja mal richtiger Blödsinn. Okay. Wegen dem Wasser ist das, verstehe. Aber so geht's ja auch. So. Dann sieht's auch anständig aus. So, dann kommen wir wieder mit. Warum denn nicht? Na, sowas Doofes. Kann ich echt nur so machen? So, was ist jetzt mit der Straße? Die ist nämlich jetzt, die hat er mir weggerissen. Okay. Wo ist die Kreuzung? Schon, der ist ja quasi schon dran. Das ist ja auch nicht gut. Das gefällt mir gerade nicht so, wie der das hier macht. Entweder zu nah oder zu weit weg. Ich könnte den ja einfach auch so machen, ne? Aber dann würde ich den trotzdem ganz gern
Ich müsste trotzdem das mit dem Wasser dann. Ach so, der ist dann quasi im Wasser. Das ist nicht sehr schön. So, und wenn ich den jetzt einfach mal so ziehe und das Ding dann da dran mache. So. Ist das dann jetzt, sieht so aus. Ja. Das scheint dann jetzt richtig zu sein. So, da muss ich den dann allerdings sagen. Ja, da fährt einer 15, das ist gut. Aber hier darf eben alles hin. Sonst gibt es da später Schwierigkeiten. Jo, jetzt funktioniert schon mal hier der Angelsteg. Das sieht tatsächlich nett aus. Das sieht tatsächlich nett aus, finde ich. Das ist hübsch geworden. Ja, nach unten zum Strand hin wird es dann halt ein bisschen ruhiger, aber es ist halt, warum ist denn hier ein Saturn? Was ist das? Ein Vielkauf. Delikatessenladen. Ach so. Pasta-Restaurant? Ja, das ist schon richtiger. Was ist das? Okay, ein Souvenirladen, auch gut. Ein Café, ja. Und da haben wir das Karaoke Wonderland. Ja, das ist schon passender. Das ist schon richtig. So ein bisschen Party auf der anderen Seite, ein bisschen Strand. Mhm. Das ist gut. Und vielleicht ziehe ich hier noch so einen Fußgängerweg her. Das müsste ich dann mal ausprobieren. So, das wäre jetzt quasi die eine Seite. Da müssten dann... Nee, noch fahren die U-Bahn nicht. Ich glaube, da muss ich unten auch erstmal noch klar kriegen. Und das machen wir dann auch. So, was muss jetzt hier denn noch hin? Eigentlich aktuell ein Krematorium. Hm. Das werde ich wohl noch da hinsetzen müssen. Mal gucken. Das habe ich mir nämlich schon beinahe gedacht. Pass auf. Mach mal diesen hier. Ach, das wird so nicht gehen, ne? So. Wo haben wir das denn? Ach so, da sind die... Ja doch, der kriegt so ziemlich alles mit, habe ich das Gefühl. Ja, nicht wirklich. Okay, das heißt dann... Nein. Jetzt ist aber dunkel geworden. Jetzt muss ich mal... So. Ist weg. Ist weg. Okay. Nee, das werde ich hier mitten rausziehen müssen. Dann machen wir das aber doch mit einer normalen Straße. Aber eine mit Parkverbot. Hier. Nee, hier. Da kommt dann zwangsläufig sowieso ein, ja, verstehe. Ich sehe es jetzt nicht richtig, aber da kann man im späteren immer noch nachjustieren. So. Und hier kommt allerdings auch keine Ampel hin, sondern nur einmal Prioritäten setzen, die Achtung und die Vorfahrt. So. Oh, 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 oh. Jetzt ziehen die aber und geben die aber schon wieder ganz schön Gas. Läuft nicht. Die muss gehen. Und warum geht das jetzt nicht mehr? So, so und schon geht das wieder. Aha. Und hier gleich mit.
Geht doch. Hier ist Langsamfahren angedacht. Da könnt ihr euch mal ganz locker drauf einstellen. Das ist eine Langsamfahrzone. Und das bleibt auch eine. Gut, heißt auf jeden Fall, ich werde es wahrscheinlich, wenn ich hier weitere Straßen einfüge, auch immer wieder wiederholen müssen. Ich werde also später hier noch so 2-3 Straßen rauskommen lassen und erst wenn ich das getan habe, dann werde ich quasi das Ganze nochmal wiederholen. Naja, geht doch. So, wenn ich den jetzt hier hinstelle, nimmt er auch nur fast alles mit. Da unten fehlt eine kleine Ecke, auf der anderen Seite geht es so gerade eben. Naja, so ist gut. So geht das. Machen wir nicht dorthin. Beschwert sich natürlich, weil hat kein Wasser. Temporär einfach mal so machen. Der wird sich nochmal beschweren, weil Strömer hat er auch nicht. Haha. Nee, der ist... nehmen wir den jetzt. Zack. Jetzt hat er Ströme. Okay. Und alles andere kriegt er nämlich. Meine Lieben, 21 Minuten rum. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Teilt es auf meinen Social Media. Ich glaube, das habe ich mit euch alle zusammen gemacht, ne? Da habe ich dann hier noch U-Bahn-Linien halt schon mal hergezogen. Und habe aber eben hier alles ausgeschaltet. Weil das machen wir dann jetzt richtig schick. Aber richtig, richtig schick. Ihr seht also die Linien hier, die sind schon da. Aber da sollte noch kein... Doch, da fährt trotzdem schon eine U-Bahn. Ach, guck an. Ich dachte, wenn das ausgeschaltet ist, fährt da vielleicht keine. Nun gut, tun sie trotzdem, ist nicht schlimm. Da kümmern wir uns jetzt beim nächsten Mal drum. Wenn es euch also gefallen hat, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und dann hören und stören wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin habe ich das dann ja auch ausprobiert, weil das würde ich jetzt sehr, sehr gerne mal. Vielleicht kriege ich hier eine richtig schöne Brücke hin. Also, bis dahin. Bye, bye.